Weitere im Außenministerium zu Wort melden. Die dieser Tage voll sind von der Berichterstattung des politisch motivierten, militärisch nicht begründbaren Golanabzuges, aber der Sitzungssaal nahezu leer ist. Und der Gipfel ist, dass der Herr Außenminister, der aber vollmundig verkündet, gemeinsam mit dem Herrn Verteidigungsminister, das wäre militärisch notwendig, nicht einmal da ist, sondern der Staatssekretär schickt, und auch das wird noch zu diskutieren sein. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Golan-Truppe stand für Österreich als Sinnbild einer internationalen, ordentlichen, korrekten Außenpolitik. Das war das Flaggschiff generell. Die Österreicher waren immer mehrheitlich stolz auf diesen Blauhelm-Einsatz und sie stehen auch grundsätzlich dahinter. Und nunmehr versuchen sie mit unrichtigen Argumenten diesen Abzug vom Golan parteipolitisch motiviert zu rechtfertigen, was ihnen keiner abnimmt. Denn 39 Jahre haben dort die Soldaten gute Arbeit im Sinne auch der Friedenssicherung geleistet. 39 Jahre. Man kann nur eines sagen, die Soldaten sind gestanden und die würden auch nach wie vor stehen, aber diese Regierung ist innenpolitisch aus Feigheit umgefallen. Das ist der Kern dieser Diskussion, weil der Wahlkampf naht und man keine Schwierigkeiten haben will und man fürchtet, dass auch einmal geschossen werden kann. Ja, das ist so bei Soldaten, dass dieser Beruf durchaus auch gefährlich sein kann. Das hat es auch immer schon wieder gegeben. Sie werden ja auch keine Feuerwehrleute abziehen, wenn es irgendwo brennt, oder keine Polizisten abziehen, weil wo ein Banküberfall stattfindet. Es ist ja völlig sinnentleert, diese Diskussion zu führen. Und daher denke ich, dass dieser Abzug mehr als fatal ist für die Reputation Österreichs im Ausland, international, und eine internationale Blamage, eine Harakiri-Aktion ist. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, Bundespräsident Fischer wollte ja dann auch noch zurückrudern, einen Tag, nachdem das bekannt wurde. Er hat ja dann noch gesagt, na ja, wir werden ja weiterhin Einsätze im Ausland machen. Nur die Frage ist, welche? Wer wird uns noch rufen? Und das verstehe ich dann nicht mehr, denn da muss man diskutieren, wie es vielleicht die Freiheitlichen haben wollen, dass man die Auslandseinsätze überhaupt abschafft. Wir vom PZÖ wollen das nicht, weil wir ein starkes, ein selbstbewusstes Österreich haben wollen, das auch international mitspielt. Wenn Sie das haben wollen, dann ist das Ihre Angelegenheit. Faktum ist jedenfalls, und diesen Beweis konnte bis heute nicht geliefert werden, es gibt keine militärische Bedrohungslage. Das sagen höchste Militärs, die auch vor Ort sind. Das kann man auch nachlesen in der Presse, die einen sofortigen Abzug rechtfertigen würden. Überhaupt nicht. Das ist nicht gegeben. Und diese Nacht- und Nebelaktion, die dann der Herr Außenminister abgeliefert hat, um 6 Uhr morgens Ortszeit den UNO-Generalsekretär anzurufen, den Herrn Ban Ki-moon, und ihm zu sagen, so, jetzt sind wir mal gar weg, wenn wir im Herbst Nationalratswahl haben, das ist schädlich, sowas. Außenpolitisch mehr als schädlich und kann nur in die Kategorie Pyjama-Diplomatie eingeordnet werden. Das wird von uns völlig abgelehnt. Vernünftig wäre es gewesen, die Lage, so wie von uns immer vorgeschlagen, endgültig nicht im Nationalen Sicherheitsrat zu beurteilen, sondern auch gemeinsam mit der UNO und dort im Sicherheitsrat zu diskutieren. Es ist ja auch sonst niemand davon gelaufen, dort unten am Golan oder anderswo, nur weil wir irgendwo Wahlen gehabt haben. Es ist wirklich einzigartig. Es hätte ja auch andere Möglichkeiten gegeben. Ein stärkeres Mandat ist angesprochen worden. Das heißt nicht, dass man es ausüben muss, aber man könnte es diskutieren. Oder auch etwa der Rückzug über die Alpha-Linie hinweg auf israelisches Hoheitsgebiet, um den Soldaten Sicherheit und Schutz zu geben. Und die Soldaten, wie gesagt, selbst sehen ja überhaupt keine Begründung, dort abzuziehen. Denn wenn Gefahr im Verzug gewesen wäre, Herr Minister, dann hätten sie ja den Abzug sofort durchführen müssen und nicht sich dafür 4 bis 6 Wochen Zeit zu geben. Und die Kritik in der Qualitätspresse ist ja selbstredend. Natürlich, der Boulevard spielt für die Regierung. Der Boulevard spielt auch für manche, sage ich mal, sinnentleerte Oppositionsparteien in diesem Zusammenhang. Aber die Qualitätspresse bringt die Sache auf den Punkt. Und da geht es auch nicht um Zurufe aus Amerika oder aus Israel. Da geht es darum, was sagt der diplomatische Dienst. Da geht es darum, was sagen hochrangige Militärs bis hinein nahezu ins Kabinett. Und da bleibt eigentlich dann übrig, Herr Bundesminister, dass Sie als junger, Anführungszeichen, Verteidigungsminister, gemeinsam mit Ihrem Herrn Kammerhofer im stillen Kämmerlein entschieden haben, das machen wir jetzt, weil es ist parteitaktisch günstig, da sind wir dann weg. Ganz egal, was die internationale Landschaft sagt, egal, was die Soldaten sagen, weil das wäre günstig. Und vielleicht haben Sie auch einen Tipp bekommen von dem neuen Generalsekretär Darabosch, weil der war ja auch Verteidigungsminister. Vielleicht war auch der ja ein Flüsterer, der ist als Parteisoldat agiert. Gescheit war das Ganze mit Sicherheit nicht. Denn selbst der Kommandant unten sagt,
Kommandant Oberstleutnant Paul Schneider, dass man die Situation gut im Griff hat. Ja, was wollen Sie denn mehr an Argumenten haben? Dass die Situation gut im Griff ist und dass der, wie andere Militär sagen, dieser Abzug eine glatte militärische Fehlentscheidung war. Und dann gibt es, was bereits angesprochen worden ist, das Truppenstellerabkommen von 1974. Nicht? Da steht drinnen, dass man den Abzug einvernehmlich, wenn man schon abzieht, dass man sich gegenseitig 90 Tage Zeit gibt. Sie sagen 6 Wochen. 7 mal 6, Herr Minister, ist wie viel? Ist 42 in Österreich, oder? Also die Hälfte von der Zeit geben Sie sich und Sie brechen damit ein Abkommen. Das ist ein illegaler Abzug. Auch das sollten Sie mir bedenken und begründen, wie Sie hier herauskommen. Das ist nicht gut für Österreich. Und der Gipfel ist wohl jetzt, wenn andere diese Position übernehmen, Gott sei Dank, die Fidschi-Inseln, ist auch diskutiert worden, eine Diktatur. Wäre es nicht besser, wenn dort unten vor Ort demokratische Staaten sind, um auch der Demokratie in dieser Region vorweg zu helfen und die dann uns ausrichten lassen, liebe Österreicher, lasst bitte schon die Winterausrüstung da. Eine Fidschi-Insel ist bekanntlich sehr warm. Nicht? Also die Österreicher lassen die Winterausrüstung dort und nicht die Soldaten. Und die Österreicher hätten auch in diesen Gebieten dort eine Gebirgserfahrung, die notwendig wäre. Das haben die Fidschi-Inseln am Sandstrand auch nicht. Und das ist eine, letztlich eine massive Blamage. Herr Minister, darf ich Ihnen 2 Zitate vorlesen? Da gibt es eines zum Beispiel vom Kollegen Amon, der noch Ende April sagt, wäre aber unverantwortlich, in so einer kritischen Situation davonzulaufen. Das tun wir nicht, sagt der Kollege Amon. Das war am 25. April. Vor wenigen Tagen, sagt der Herr Außenminister Spindelecker, hören Sie zu, wenn Österreich abzieht, dann bricht die UN-Mission zusammen. Stand für Spindelecker fest. Das sind die Originalzitate. Und innerhalb weniger Tage kommt der Anruf von Herrn Kammerhofer und von Herrn Minister. Wir haben wollen, Kollegen von der ÖVP. Und jetzt müssen wir da rasch raus, weil das könnte uns sonst schaden. Das ist eine feige Politik, die ich in keinster Weise unterstützen kann. Und ich sage Ihnen eines. Ich habe in den letzten Tagen sehr viele Anrufe bekommen, Mails bekommen und Gespräche geführt. Mit Militärs, aber auch mit Vertretern aller Fraktionen. Und Sie brauchen nicht glauben, dass Sie, egal ob von der SPÖ, von der ÖVP oder auch gerade von der FPÖ, dass Ihre Leute das gutheißen grundsätzlich. Da gibt es sehr viele kritische Stimmen und Sie werden sehen, wenn die ersten Umfragen dazu kommen, wie die wirklich aussehen, dass das eine Harakiri-Reaktion gewesen ist, die in der Bevölkerung nicht nur gut geheißen wird. Und da gibt es diese eigenartige Koalition, wo sich dann die FPÖ mit den Grünen ins Bett legen. Ich gratuliere der FPÖ. Sie als angebliche soziale Heimatpartei, als Patriotenpartei. Na, was ist denn das für Patriotismus, wenn man Österreich international lächerlich macht? Wir vom PZÖ stehen für ein starkes Österreich, auf europäischer Ebene, aber auch international und auch bei der UNO. Das haben Sie verraten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, und denken Sie auch über die Konsequenzen nach. Denken Sie jetzt weiter, wenn das Kontingent Österreich nicht ersetzt worden wäre. Ja, was würde denn das bedeuten? Kollege Scheibner hat das ausführlich dargestellt, wenn Israel in den Konflikt massiv einsteigen würde. Und wenn letztendlich auch der ganze Nahe Osten brennt, das haben wir alles schon mal gehabt. Was heißt das in hinsichtlich Flüchtlingswellen, auch in Österreich? Und was heißt das, und das sage ich jetzt nicht polemisch, weil wir es bereits gehabt haben, was heißt das für die Energiepreise, für die Spritpreise hier in Österreich? Wenn dann der Spritpreis von 1,50 auf 2 oder 3 Euro hinaufgehoben wird, was heißt das? Wo wäre hier Ihre Vorsorge? Auch das haben Sie nicht bedacht. Das heißt, ich fasse zusammen, dieser Golanabzug ist rein politisch motiviert. Die FPÖ spielt hier lautstark mit, auf Kosten des internationalen Friedens, auf Kosten auch der Österreicher, auf Kosten der Reputation Österreichs im Ausland. Und ich lade Sie daher ein, nicht zu polemisieren über unseren sachpolitischen Antrag, dass wir diesen Abzug, der überhastet, nicht begründbar stattgefunden hat, nachzudenken, gemeinsam mit der UNO die Lage zu beurteilen und auch entsprechend an internationalen Abkommen, wenn schon, dann geordnet abzuziehen. Aber auch nur dann, wenn es wirklich eine Bedrohungslage gibt. Das heißt, schafft man die Auslandseinsätze ab. Vielleicht wollen Sie ja überhaupt das Bundesheer abschaffen, hier von der FPÖ oder von der ÖVP. Ich weiß es ja nicht. Oder wir streichen das raus. Wir stehen jedenfalls für ein starkes Österreich, das auch außenpolitisch ein starker Player ist, ohne dabei die Soldaten zu gefährden. Am Wort ist dann der Staatssekretär.